Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dawn of War Soulstorm. Ja, ich hatte eine Abstimmung vor einer Woche gemacht. Es haben viele das Video geschaut, aber nur einer hat abgestimmt. Dafür danke ich den Hiraku. Und er hat sich für die Necron entschieden und ich werde die Necron spielen. Also, nennen wir die Kampagne mal starten. Geht ein bisschen zum Laden. Ja, die Necron sind böse. Die wurden geweckt und dadurch wurden sie natürlich ein bisschen böse und haben jetzt vor, alle halt wieder zu besiegen. Also alle Gegner zu besiegen, damit sie wieder Ruhe haben. So, eine neue Kampagne. Wir machen normal. Oder? Aha, die gegnerischen Einheiten sind dadurch noch schwächer. Also in der Kampagne ändert sich nichts. Da nehmen wir einfach, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe schon ein paar Mal die zweite Erweiterung durchgespielt. Dark Crusade. Und auch dort hatte ich Mühe auf normal, da machen wir einfach. Es war das plötzliche Erscheinen. Und das haben wir geschaut. So. Ja, das erste Video war ein bisschen schlecht. Also am Anfang war das Ende und am Ende war der Anfang. War irgendwie schlecht von Fraps oder von Windows Movie Maker sortiert worden dafür. Entschuldige ich mich, aber jetzt sollte das eigentlich nicht mehr passieren, hoffentlich. Keine Ahnung, wieso das passiert ist, oder habe ich irgendwie falsch die Dateien zusammengesetzt, könnte auch sein, also es kann zum Teil auch meine Schuld sein. Aber ja, jetzt geht es natürlich weiter und ohne Probleme hoffentlich und ja, wir nehmen diesen Necron, also den Necron-Fürst. Hier haben wir noch die anderen. Die Necrons sind am Anfang ein bisschen lame, auch später sind sie eigentlich eine Übermacht. Sie können richtig viele Einheiten haben und sehr starke Einheiten und haben auch eine gute Verteidigung durch die Türme. Ja, aber was ihnen fehlt, sind glaube ich die ganz guten Panzer und so. Sie haben meines Erachtens aber eine Festung, wo man bewegen kann. Also man kann die Festung, das Hauptquartier bewegen und die schießt dann Laser und so. Also als letzter Ausweg könnte man die Festung immer wieder benutzen. Aber ja, das werden wir ja dann sehen. Und Bonuskraft Truppenrettung. Ah, die haben alle eine Bonuskraft reduzierte Produktionskosten. Sprinten. Überfälle durch altes Portal. Nachschublinien ignorieren. Schnelles Bevölkerungswachstum. Eine Sturmbasis. Blocktrupps. Und Arka-Kanone. Aha. Und wir haben Truppenrettung. Also wahrscheinlich, wenn jemand, ein Trupp stirbt, dann kann man sie irgendwie retten oder so. Keine Ahnung. Also schauen wir mal das Vorvideo der Necrons an. Also sozusagen das Intro. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Scheinbar gibt es kein Vorintro. Bei Dark Crusade hatten wir ein Vorintro. Okay, also hier kann man... Ja, das möchten wir jetzt nicht machen. Das Tutorial habe ich abgebrochen. Hier kann man auswählen, welches wir angreifen sollen. Man kann nur angreifen die mit dem roten Pfeil. Und ja, hier kann man zum Beispiel hier unten Panal benutzen, um hier hinzukommen, auf den Mond. Und dann hier runter. Und hier kann man dann hier hin und so weiter. Und diese zwei Planeten,
Die kann man wahrscheinlich nur mit einem Bonusfeld Ding bekommen. Ich muss schauen, das sind wahrscheinlich die. Nein, das sind die. Da wo der General ist, ist das Bubble, das das runde Ding. Der hat eine Ehrengarde. Hier kann man zum Beispiel Bonustruppen bekommen. Ah, hier zum Beispiel ist ein Bonus, wie zum Beispiel Ressourcenbonus. Beginnen Sie jede Schlacht mit einem kleinen Bonus auf alle Ressourcen, funktioniert gleichzeitig mit allen anderen Ressourcenboni. Und sonst haben wir hier noch... Haben wir noch mehr Bonus? Nein. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht werden die noch freigeschaltet oder so. Alte Portale. Der Besitzer dieses Territorium bekommt Zugriff auf das alte Portal darin. Alte Portale verwenden eine uralte Technologie, die schnelle Reisen zwischen Planeten ermöglicht. Okay, sonst ist nichts mehr Wichtiges. Hier kann man sehen, was wir für eine Beute haben. Und hier Ehrengarde, das sind die Truppen, die dann schon am Anfang zur Verfügung stehen. Und hier können wir unseren Necron ausrüsten. Heutungsklingen. Phasensensen. Necron-Siegel. Eine Totenmaske. Verstärkter Körper. Erhöht die Wiederaufladung der Fähigkeiten betrachtlich. So etwas wäre natürlich noch gut. Ich denke, wir nehmen zuerst die Fernkampfwaffe oder die Todesmaske, die enthüllt infiltrierte Einheiten. Wahrscheinlich zuerst die Todesmaske, das ist schon wichtig. Und ja. Sonst können wir jetzt eigentlich nur angreifen. Also hier inspizieren. Wo war das? Ah, hier. Hier könnten wir inspizieren. Archiv habe ich gedrückt. Also. Das heißt eigentlich Aufklärung. Armee. Bonus, Truppenrettung. Okay, einige beschädigte und isolierte Truppen nach der Schlacht zu bergen. Eine Einheit der Ehrengarde und der Garnison wird nach jeder Schlacht geborgen. Okay, super. Dann greifen wir mal an. Wir wollen ja Action. Und hier können wir nichts machen. Wir haben noch keine Ehrengarde. Okay, der feindliche Kommandant ist ein geschickter Kämpfer. Die feindliche Streitkraft besteht wahrscheinlich nur aus einfacher Infanterie. Der Feind besitzt eine Basis. Okay, das ist eigentlich das Normale. Und wir sind hier auf einem roten Planeten. Auf einem roten Schlachtfeld. Wen greifen wir an? Blau. Was ist blau? Müssen wir schauen. So, die können Plasma-Generatoren an Ding bauen für Plasma. Und jetzt bauen wir hier noch Ding. Die beginnen immer diese drei Einheiten, die zuerst erweckt werden müssen. Und hier oben ist zum Beispiel die der Zeitbonus, je mehr Gebäude wir machen, glaube ich. Ich weiß nicht welche Gebäude, aber ja, desto mehr Zeitbonus bekommen wir und desto schneller können wir Einheiten ausbilden, Gebäude bauen und so weiter. So.
Was? Der kann keine Punkte erobern. Das bringt nicht viel. Aha, die können erobern. Okay. Easy. Da ist noch ein Portal. Dann geh du doch bitte mal hier zu denen rein. Und mit dieser Einheit bauen wir nochmals einen Plasma-Generator. Kannst du den nicht zu... Ah, das ist bewegen. Teleportieren. Stopp. Okay, die können gar nicht zusammen. Schade. Du bist fertig gleich, ja. Dann mach doch du irgendwelche Basis-Truppeneinheiten. So. Und du hilfst, wenn du kannst. Ah, ich kenne die Necron noch zu wenig. Okay, wir werden angegriffen. Also das sind die Tau, die blauen sind also die Tau. Da müssen wir einfach schauen, dass wir ja, uns ein bisschen spezialisieren. Entweder spezialisieren die sich auf gute Waffen, auf gute Angriffssachen oder auf die Nahkämpfer-Alien-Rasse. Und die, ja, die sind halt gut im Nahkampf, da müssen wir uns auch ein bisschen anpassen. Ein Obelisk. Genau. Und hier unten auch ein Obelisk hin. So. Sehr gut. Okay, Necron-Krieger verbessern. Und noch mehr von diesen Gauss-Türmen. Plasma-Generatoren. So. Ja. Jetzt haben wir schon 30% Zeitbonus. Es geht relativ schnell. Bald werden wir so mächtig, dass wir ja, dass wir natürlich die Gegner überrennen können. Hier können wir zum Beispiel auch noch diese Truppen vergrößern. So. Gut. Jetzt machen wir ein verbotetes Archiv. Können wir leider noch nicht. Oh. Okay, jetzt ist der letzte Guard ist auch tot. So, bleiben wir am Turm zuerst. Ah, jetzt können wir zum Beispiel Albträume bauen. Ja, Infanterie, sehr wichtig. Und eine Reliquie wurde eingenommen. Das ist nicht gut, wenn die eine Reliquie einbauen. Banshee. Reliquie sind die gelben, glaube ich. Können wir die jetzt hier hinsetzen irgendwo? Wahrscheinlich nur dort, wo erkundet worden ist. So, ein Phantom bitte. So, wir haben 175. 150, genau. Sehr schön. Dann bleibt ihr doch hier bitte. Ihr braucht
Aber nur ihr. So, Necron Lord kann sterben, nehmen wir wieder. Das ist egal. Und diese hier. Nehmen das ein. Oh, das ist die Kriegerin. Aber wir sind stärker, ja. Wir sind stärker. Wir gewinnen doch das. Sehr schön. Also sind die Eldars. Sind das die Eldars? Dieses ist so laut. Ich will nicht, dass es so laut ist. Ja, das geht leider direkt ganz runter. Sonst muss ich halt die Lautstärke des PCs noch ein bisschen runterstellen. So. Strategisches Ziel, das ist nicht gut. Die haben das nämlich eingenommen. So, wenn du hier mal kommen könntest. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den Friedhof. Das sind noch nicht die guten. Ja. Müssen wir warten. Weil wir können immer nur eins auswählen und dann später zwei, glaube ich. Was nehmen wir? So ein Generator. Und hier auch. Generatoren müssen wir immer wieder bauen. Und hier wollten wir dieses nehmen. Haben wir gleich. Ja, jetzt. So. Komm du mal hier hin. Okay, wir gewinnen. Natürlich gewinnen wir. Also es gibt schon viel mehr Action als so in einem kleinen Gefecht. Kann man die ja nicht wegziehen? Bauen die überhaupt? Ja, die bauen schon. Ich will einfach, dass die nicht zu viel böse Sachen machen. Die Maus stört ein bisschen. Das heißt eigentlich nur keine Deckung. Aber ja, zum Beispiel hier ist schon ein Turm. Das sollten wir wegmachen. Wir haben kein Zeitlimit. Ach, komm schon.